Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gerade nebenbei gesehen, dass mir mal wieder die Krim weggenommen wurde. Also das hier ist der 19. oder 20. Teil, glaube ich, unserer Russlandgeschichte. Ich glaube auch, dass wir die fast in diesem Video hier zu Ende bringen können. Vielleicht auch noch zwei Videos, müssen wir mal gucken. Jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal wieder die Krim zurückerobern. Dann werden wir in dieser Folge hier Italien noch vollends aufräumen. Und dann werden wir die Kriegsvorbereitung gegen Ungarn und Bulgarien treffen. Genau, jetzt werfen wir erstmal hier noch alles vom Festland runter. Die hier wären bereit, rüber zu fahren, wenn die denn nur eine Seeüberlegenheit hätten. Hier müssen wir mal gerade reinschauen, da sind feindliche Schiffe zwar noch drinne, müssen dann gleich mal da ordentliche Seeüberlegenheit schaffen. Mir wurden meine Schiffe leider jetzt alle ein bisschen zusammengeschossen. Lass mal ein bisschen laufen. Ich hoffe, dass der da oben ankommt. Machen wir jetzt halt überall irgendwelche Nebellandungen, was ein bisschen nervig ist natürlich. Aber das kriegen wir auch noch gelöst, das Problem. Haben wir hier eine rote Armee? Ja, jetzt löse ich erstmal die hier drin auf, damit das Thema gelöst ist. Und hier haben wir die schwarze Armee. Genau, da waren wir, glaube ich, hier dabei, so nach und nach mit dem Panzer alles aufzuräumen. Können wir genau hier zwischendrin mal einfach reinschneiden. Und da. Ihr könnt da reingehen. Das Ganze so. Können auch eigentlich so fahren. Kannst dem da entgegenkommen, fährst du nämlich nur da rein. Na, du mal da runter. Und ihr haut die da mal raus. Na komm. Und ihr da haut die da mal raus. Und das da unten mal so. Und hier oben. Wart ihr mal so. So, genau, da drüben schießen jetzt die ganzen Schiffe noch ab, die der da drinnen stehen hat. Da haben wir gesagt, erobern wir die Krim zurück und ihr macht da irgendwie Garnisonsdienst. Habe ich gerade irgendwas, was ich planen kann? Nicht wirklich. Ich will tatsächlich Infanterie-Equipment. In relativ großem Stil. Dann müssen wir mal da drüben so reinfahren und da machen wir das so. Da greifen wir mal so an, da so. Können wir die Panzer hier mal darunter schaffen. Können wir nämlich in Griechenland aufräumen. Upsala. Hier können wir mal kurz ein bisschen durchgucken. Da schießen wir gerade die Flotte, die die da haben. Mein Ziel, mein langfristiges ist es natürlich, dass wir hier mit den Jungs landen können. Aber ihr seht, hier ist noch eine ganze Menge an Schiffen unterwegs, mit denen ich mich im Moment noch nicht anlegen möchte. Genau, von der Seite wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, da reinzukommen, aber von der Seite wird es wahrscheinlich erfolgreich sein. Und ihr könnt euch mal hier so ein bisschen in die Häfen reinstellen. Gebirgsjäger können wir dann wahrscheinlich gegen die Schweiz brauchen. Hier haben wir eine komplette Armee.
Das ist die hier. Die kann sich mal rund um Ungarn aufstellen. Das können wir mal so. Haben wir noch eine zweite Armee, die wir zufälligerweise entbehren können, die da. Macht die ganze Armee das von der anderen Seite. So. Und dann nehmen wir noch die Armee und die lassen wir dann hier da hinten deployen. So, zack. Und dann können wir schon Kriegsgrund gegen die Jungs basteln. Wie sieht es hier unten aus? Muss ich gleich mal ein Machtwort mit den Panzern sprechen. So, hier geht man da rein. Das Schiff ist bald repariert. Müssen wir gleich mal gucken. Die scheinen sich auch, ja, mal kurz den da auf Repair Now, Repair Now, Repair Now. Such mal die am schlimmsten verletzten Schiffe raus und lass die sich sofort reparieren. Dann können wir mit den anderen nämlich schon anfangen, die Obenseeüberlegenheit zu schaffen. Dann nehmen wir nämlich die da. Zusammen mit denen da die merchen wir und dann machen wir hier eine einen Convoy Escort und dann schicken wir da aber gleichzeitig noch ein paar Flugzeuge mit rein. Ich dürfte ja wahrscheinlich noch irgendwelche in Reserve haben. 528 Medium Bomber zum Beispiel. Das waren strategische. Ich hätte gerne Medium Bomber. Und die Medium Bomber sollen mir bitte Naval Strike da drauf fliegen. Dann haben wir hier unten Taranto erobert. Und Taranto war diese Geschichte, die Vorlage für Pearl Harbor war, wo die Amerikaner mit Torpedoschiffen, mit Torpedoflugzeugen die italienische Marine kaputt gemacht haben. So, ja, macht ihr mal hier unten eine schöne Schlachtlinie gegen die Griechen. Ich glaube, gegen Bulgarien kann man in der Zwischenzeit auch müsste man Kriegsgrund bauen. Das ist seine Armee. Die komplette Armee kann hier mal ein Battleground aufladen, ein Battleground aufladen. Wie sieht's hier aus? Nur das Ganze mal so. Einer von euch geht da rein. Und dann gehen wir mal das Teil erobern und sagen Go. So. Ach, da unten haben wir auch noch Division drin, sehe ich gerade. Da werden wir wahrscheinlich im Moment nicht rüberkommen. Da sind wir jetzt gerade dabei, die Zerstörer vom Feind so ein bisschen wegzumachen. In den Western Approaches. Reicht Convoy Escort nicht aus, ja? Naval Supremacy 0%. Ah, jetzt haben wir. Ah, die sind eben noch nicht da gewesen. Dann können die ja jetzt losfahren. Ne, 27% nur. Okay. Das heißt, wir müssen da erstmal noch nachhaltig weiter Schiffe kaputt machen mit unseren Flugzeugen. So. Und mal hier weiter vor. Die Schwarm
Schweiz, da kann man diese Division hier für nehmen. Also langsam müssten wir doch hier Naval Supremacy schon 60%. Ich bin sicher, dass wir das mit der Zeit hinkriegen. Dann haben wir so langsam alles aufgeräumt. Das ist das. Da gehen wir jetzt bitte rein. Da haust du mal den raus. Da ist der bessere Heavy Fighter fertig geworden. Da können wir mal noch den besseren Heavy Bomber, Medium Bomber machen. Der beste Heavy Fighter ist der hier. Und da können wir den direkt einfach von der Kanne ausstatten. Range Liability. Könnte ich sogar nach oben schrauben noch weiter. Nicht hier. Zack. Machen wir davon das genau das Modell. Dann müssen wir mal gucken, ja, ob wir noch irgendwoher Aluminium kriegen. Nee. Aluminium scheint so ein bisschen so ein Problem zu sein. Wir können auch hier bald mal die den Export einfach schließen. Wie sieht's hier aus? Können wir mittlerweile los? Nee, 59% immer noch nur. Da haben wir 1000 normale Fighter. Ich schicke die mal hier rüber, dann sollen die sich kamikaze-mäßig da reinstürzen. Gut, da sind wir drinne. Würde ich sagen, fahren wir jetzt einfach mit denen weiter. Pushen die mal da raus. Und dann gehen wir da rein. Geht ihr auch mal dahin und macht mal so. So, das ist das. Na gut, das geht bald kaputt. Da haben wir noch ein paar schwere Kreuzer kaputt gemacht. Supremacy, also hier, ne? Wenn du kannst, mach Go. Das Schlachtschiff braucht wie lange zur Reparatur? Hier vielleicht auf Strike Force stellen oder so? Nein, nein, nein. Das hier will ich wegnehmen, so. So, nee, dann machen wir patrouillieren, genau. Ah, okay, die sind jetzt da drinne. Da müssten jetzt quasi unsere Kast dafür sorgen, dass wir da reinkommen. Wenn überhaupt. Mal gucken, ob wir da nicht sogar noch ein paar, ja, mehr als 78 kriegen aufgrund der Gefechtsbreite. Ah, wobei 78, da dürfte man eigentlich schon mehr reinkriegen. Machen wir mit dem mal das da an, ein Force Attack. Dann kriegen wir die da schon rausgeboxt aus Belfast. Scheiße, da habe ich nicht aufgepasst. Habe ich hier noch irgendwo Panzer rumstehen? Ich glaube hier unten, ne? Nehmen wir mal alle vier Divisionen, die ich hier rumstehen habe. Was ist das denn? Okay. Hast du noch irgendwas zu vergeben? Ne, hast du nicht. So, machen wir da mal noch hier sowas über Ireland.
Und den Medium Bomber Wing Timer auf und den hier auch. Und einer von euch gibt da noch das damit. Dann kriegen wir die da schon nach und nach raus. Welche Armee seid ihr? Ach, meine Güte, warum kriegt ihr das denn nicht hin, hier zu pushen? Ich habe hier doch immer extrem aggressiv oder was auch immer, dass man da anklicken muss. Ich weiß es nicht. Mal die da. Und sagen, dass ihr bitte hier hinten hingeht. Jetzt verliere ich hier unten halt drei Panzerdivisionen. Das ist ja ein Witz. Ich stehe halt so auf absoluten Kriegsfuß mit dieser Battleplan-Mechanik. Warum bewegen die sich da nicht hin? Seine. Oh yeah. So. Jetzt aber. Und dann macht ihr das bitte so und dann macht er ja Go. Braucht ihr eine Luftunterstützung? Ja, braucht ihr. Okay. Medium Bomber Wings da drauf und Heavy Fighter Wings. 3, 4, 1000er Flughafen. Und dann darauf. Wirklich ungern diese Panzer hier verlieren. Also ihr schafft es nicht da, diese Division rauszupushen, wollt ihr mir sagen, oder was? Würde mich doch sehr wundern. Wie sieht es hier aus? Ja, überzeugt mich nicht so ganz. Ist immer im Kampf mit einem britischen Zerstörerverband. Die haben auch vollkommen aufgerieben. Da müssen wir hier nachher vielleicht mit Fallschirmjägern landen. Das wäre vielleicht eine ganz coole Sache. Das ist deine Armee. Ihr könnt auch. Nee, ihr könnt nicht. Na gut. Ja, Dennis, wir gehen nachher auf den TS. Ich muss hier mal kurz nebenbei bitte echt stören machen. Jetzt habe ich die absolute Luftüberlegenheit. Ich habe nicht mal absolute Luftgelegenheit. Die haben da immer noch 1000 Fighter. Sieht's hier aus. Die werden nach und nach weiter runter gebombt. Also ganz ausreichend scheint das mir nicht zu sein. Die kommen da gerade an. Warum könnt ihr da nicht angreifen? Mal, ob wir da gleich rüberkommen mit entsprechender Luftüberlegenheit. Dann sehen wir mal hierzu, dass wir da dann von der anderen Seite nach Istanbul reinkommen, damit wir mal das Meer da hier die Menge mal zumachen können. Ja, die kriegen wir langsam weggebombt, das ist nicht das Problem. So. Da können wir weiter nach vorne.
Wann ist hier der Kriegsgrund fertig? Am 17. September. Okay. Von mir aus direkt wieder los. Ich kenne da nichts. So, da sind wir gleich auf der anderen Seite. Oh, da kommen wir vielleicht sogar gleich in den Hafen rein. Mit viel Glück, wenn der nicht vor uns ankommt. 17 Stunden. Da sind wir vor ihm in Belfast, denke ich. Ja, sehr schön. Cool. Damit wäre dann auch die Frage von Irland gefallen, von Irland geklärt. Schicken wir mal eine Panzerdivision hier mit drauf, zum ein bisschen kämpfen. Kann sein, dass wir die gleich brauchen. Indem jetzt hier unten gerade noch nebenbei meine Panzerdivision vernichtet. Wahnsinn. Wahnsinn. So. Gut. Wobei, das ist in Ordnung. Dann nimm du einfach mal das da ein, bitte. Müsstet ihr das dann da nicht angreifen? Ich verstehe die Battlepläne nicht. Ich bräuchte, glaube ich, mehr Infanteriewaffen, genau. Infanteriewaffen da. Hier Flugzeuge, das sieht gut aus soweit. Dann schicken wir da auch mal ein paar Flugzeuge hin. Fliegt hier von mir aus auch sowas. Gut, dann ist Irland gefallen bald. Machen wir mal das da. Sag mal, ihr. Dann lösche ich alle von dem hier. Und dann mache ich nur hier runter, bitte. Macht ihr auch nicht, oder was? Ich verstehe es nicht. Wir machen einfach Befehlsverweigerung oder der General macht Befehlsverweigerung. Kommt ihr da rein? Nee. Was sind das für Truppen? Schottisch oder was? Da ist eine Panzerdivision angekommen in Irland. Machen wir mal. So, bitte. Und dann go. Machen hier mal ein paar Divisionen kaputt. Greifen nämlich da an. Da haben wir schwarze Divisionen, die können sich hier mit dazu stellen und das da Krieg androhen. Bräuchte noch 400 Tage für, das ist mir ein bisschen zu lange. Du das mal ein, ihr könnt hier drüben ein bisschen sowas einnehmen. Du musst mal sowas. Ich
Wollte eigentlich immer, dass die da angreifen. Die haben wir da draus geboxt. Dann haben wir nämlich da 10 tote Divisionen. Und die haben jetzt wieder gleich keinen Hafen mehr. Oh, die haben jetzt schon keinen Hafen mehr. Und die haben auch keinen Hafen mehr. Meine Güte. Macht ihr mal den Hafen Rostov bitte weg. Und reitet einfach mal hier runter. Da greifen wir einfach mit geballten Kräften an. Dann kriegen wir das hier so langsam schon alles unter Kontrolle. Greifen wir mal da an, dann haben wir da noch ein paar Divisionen getötet. Bessere Entschlüsselung. Ja, Aluminium braucht man nicht. Resource Efficiency wäre vielleicht noch interessant dann. Da rein, genau, so. Der wird immer noch repariert, die werden auch repariert, alles gut. Dann fahren wir mal da rein. Hier wird sogar meine Kavallerie gekesselt. Meine Güte, wie haben die denn so viele Divisionen hierher gebracht? Da sind sogar kanadische Panzer, der Wahnsinn. Okay, dann müssen wir jetzt hier doch mal wieder ein paar kampfstärkere Divisionen herbringen, tatsächlich. Hier haben wir noch Panzerdivisionen übrig. Und hier hat man auch noch Panzerdivisionen. Nee. Da, da, da. Die schaffen wir mal hier rüber. Dann schaffen wir die Motorisierten hier rüber und dann wird hier mal ein bisschen aufgeräumt. Gut, Irland ist gefallen. Da werfen wir gerade noch die letzten Kanadier raus. Und dann können wir jetzt noch einen Battleplan machen mit den hier. Und danach da. Zack. Nein, ihr werdet alle dem zugewiesen. Da könnt ihr auch, ja. Wie ihr dahin fahrt, ist mir eigentlich egal. So, dann stellst du dich mal nach Dublin rein, die Panzerdivision. Und hier in Griechenland. Jetzt mal in die Richtung weiter vor. Im Grunde genommen müssen wir nur den Bosporus von der anderen Seite zumachen, dann ist hier auch Ruhe im Schwarzen Meeren, kriegen die nämlich keinen Nachschub mehr. Das wäre eigentlich eine schöne Aufgabe für die Panzer hier vorne. 6. September, das heißt, es gibt bald auch noch Krieg gegen Ungarn. Da müssten wir noch Indien rausnehmen. Sehe ich das richtig? So, andere Majors, die noch Kanada halt. Ach ja, und ja, die United States natürlich. Ja, die sind ja mittlerweile auch dabei. Eieieiei. So, meine Motorisierten sind hier angekommen. Oh, hier sind Amerikaner. Okay. Stalingrad gehört noch mir. Da kommen die Panzerdivisionen an. Die haben wir jetzt auch dringend notwendig. Und dann pushen wir jetzt mal hier mit den Panzern Richtung Bosporus vor. Sobald der zu ist. Ist vorbei mit den Amerikanern.
Das ist, naja, dann gehen wir doch lieber in das Hügelgelände rein. Dann pushen wir da mal Richtung Athen. So, das passt. Eieieiei, die Amerikaner pushen jetzt aber sehr nachhaltig. Das ist aber nach wie vor noch der einzige Hafen, den sie haben. Das heißt, wenn ich sie da raushaue, dann haben sie keinen Nachschub mehr. Das ist eine Aufgabe, die meine Panzer sehr gerne wahrnehmen. Häfen dem Feind wegnehmen. So, und ab diesem Moment haben die keinen Nachschub mehr. Ja, alle rein da. So, zack. Gut. Dann nehmen wir den mal. Das ist die Armee. Sag mal Go. Bei der Armee sagen wir. Welche ist das, die da? Go. Bei der Armee sagen wir Go. Und die bekommen von mir dann noch Luftüberlegenheit. In den nördlichen Balkangebieten. Gut. Ach, da sind die jetzt wirklich wieder hinter mir reinmarschiert. Meine Güte, meine Truppen sind so bescheuert. Komm, dann pusht ihr hier doch wenigstens mal. So, da sind amerikanische Panzerdivisionen angekommen, aber die können glücklicherweise nicht mehr viel machen. Sagen, da treibt man mal einfach mal einen Keil quer durch die Prärie. Da haben sie auch wieder eine Landung gemacht. Ah, wird Zeit, dass ich Gibraltar rausnehme. So. Das sieht gut aus. Ausnahmsweise mal was, was gut funktioniert. Die verrecken halt jetzt schon alle so langsam. Da können wir ruhig hier so hoch pushen. Je kleiner die Pockets, desto weniger bekommen sie lokalen Nachschub. So. Machen das so. Und das so. Dann haben sie mich mal wieder abgeschnitten. Nepal hat kapituliert. Wie wäre es, wenn ihr von der anderen Seite helft? Halt da rein, ja, gut. So, Bosporus ist zu. Dann machen wir da noch zu. Jetzt sind die Divisionen schon mal tot. Ist da jetzt echt, dass mich bulgarische Divisionen gekesselt haben, oder was? Wahnsinn. Okay, aber gut, Budapest fällt gleich. Dann ist, glaube ich, der Kram hier hinten noch fallen und dann ist gut. Sieht's aus bei Ungarn? Okay, die haben aufgegeben.
Um 24 Uhr. Sehr schön. Gut. Dann nehmen wir die Divisionen, die hier gebunden sind, und schicken die dahin. Und die Armee schicken wir auch hier hin. Dann sollen die sich mal darum kümmern. Der Quatsch ist jetzt auch zu Ende. Und da fahren wir mal jetzt von der anderen Seite in die Türkei rein. Da haben sie mir jetzt tatsächlich drei Panzerdivisionen kaputt gemacht. Machen wir das jetzt mal so. Hier habe ich 24 Zerstörer. Wahrscheinlich, weil die da automatisch hin deployed werden. Können wir ein paar Panzerdivisionen gebrauchen? Gut, jetzt sind wir aber schon wieder bei 35 Minuten. Was ist in diesem Video passiert? Ich habe Island erobert, immerhin etwas. Ich habe es auch geschafft, die feindliche Flotte etwas zu dezimieren. Und wir haben bedeutende Fortschritte hier unten in Griechenland gemacht. Und auch den Stiefel haben wir jetzt schon für uns erobern können. Es wird jetzt wahrscheinlich noch ein oder zwei Folgen geben. Genau, Ungarn ist noch gefallen. Das heißt, beim nächsten Mal wird vermutlich Bulgarien fallen, am 28. Januar. Können wir jetzt wahrscheinlich schon hier die nächste Kriegserklärung bauen, 275 Tage. Ja, dauert mir ein bisschen zu lange. Warten wir, bis die hier fertig ist. Und dann haben wir auch bald Europa schon erobert. Schweden muss noch dran glauben. Aber das kriegen wir jetzt alles so nach und nach hin. Dann muss Franco noch dran glauben, aber wir sind jetzt in den finalen Zügen. Es geht auf jeden Fall voran und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, bye bye.